Im Namen der Mahnwache Wien distanziere ich mich von jeglichem Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit oder Homophobität. Was aber nicht heißt, dass wir den Dialog mit Menschen, welche ein solches Gedankengut besitzen, von Haus aus verweigern. Wir sind gegen jegliche Form von Ausgrenzung. Wir, die Mahnwache Wien, sind eine Gruppe von Philanthropen, Humanisten, ja, wir sind Friedensaktivisten, Antikapitalisten und Aufklärer. Wir sind die radikale Mitte. Und selbst wenn vielleicht bei einer der Hunderten von Mahnwachen jemand eine Aussage getroffen hat, die in einer recht angehauchten Richtung geht, heißt das nicht, dass jenes Individuum für die Mehrheit der Beteiligten der Friedensmahnwache gesprochen hat. Und ich wehre mich gegen die Desinformationskampagnen von Medien wie jene von Weiß Magazin. Aber nachdem Jörg Haider und Hitler ja auch schwul waren, bin ich jetzt vermutlich auch rechts, oder wie? Und jetzt zu meiner eigentlichen Rede. Dominieren bedeutet das Unterdrücken oder Regieren eines anderen Meinung oder Aktion, physisch oder mental. Wenn man mögliche Handlungen vom Kollektiv limitiert, regiert bzw. dominiert, dann kann man auch das kollektive Karma, das heißt die Abfolge von Ursache und Wirkung, bestimmen. Totale Dominierung heißt totale Kontrolle über die Gedanken der Zellen im Organismus Mensch. Und wer steht hinter dieser sogenannten Mind Control? Ein kapitalistisches, empathieloses, männliches Patriarchat. Wie viele Frauen kennt ihr, die verantwortlich für Genozide oder Kriege waren? Ja, selbst offizielle Statistiken beweisen, dass die meisten Gewaltverbrechen von Männern ausgeführt werden. Und ich sage das, ohne sexistisch zu sein. Das Fürsorgliche ist eins der weiblichen Prinzipien und bedeutet unter anderem Glück zu empfinden, wenn andere Glück empfinden, und mitfühlend gegenüber anderen Lebewesen zu sein, welche leiden, und infolgedessen alles zu tun, um das Leiden zu stoppen. Ein männliches Prinzip wäre radikale Selbstverteidigung oder Schutz von Schwächeren, physisch oder psychisch. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mit diesen Qualitäten nicht nur vertraut machen müssen, sondern sie integrieren und leben sollten. Wir müssen unsere Frau genauso wie unseren Mann stehen. Dies stellt kein Paradox dar. Ich kann die Metapher eines pazifistischen Anarchisten, welcher gegen das Geldsystem rebellierte und Empathie und Nächstenliebe propagierte, als Inspiration voll und ganz annehmen, versuchen es zu leben und trotzdem gegen die Institution Kirche sein und für freie Liebe. Ich kann sagen, dass wenn ich Kinder hätte, sie bestimmt von sogenannten Vorbildern wie Lady Gaga, welche kapitalistische, egozentrische Werte vermitteln, beschützen würde und gleichzeitig Respekt gegenüber Philosophen wie Antoine LaVey, welche die Church of Satan, eine offizielle Religionsgemeinschaft in Amerika, gründete. Ich kann sagen, dass wir ein Integrationsproblem haben und bin deswegen nicht ausländerfeindlich. Ich kann die Rothschilds verachten und bin deswegen kein Antisemit. Ich kann mit vielen Punkten von Putin d'accord sein und deswegen nicht seinen homophoben Agenda gutheißen. Ich kann die amerikanische Regierung für ihre globale Dominanz anschwärzen und Obama den Friedensnobelpreis aberkennen und ihm dafür den Oscar geben und bin deswegen nicht amerikafeindlich. Ich kann sagen, dass die Rede von Bush Senior am 11. September 1991 kein Zufall war. Kann sagen, dass es physikalisch nicht möglich ist, mit Hilfe eines Flugzeugs den Einsturz eines Hochhauses exakt wie bei einer gewollten Sprengung zu bewirken und dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, nach so einem Einsturz die Pässe der sogenannten Terroristen im Schutt zu finden. Nur weil ich sowas behaupte und am allerwichtigsten eine eigene Meinung zu solchen Themen habe, heißt das nicht, dass ich ein naiver Verschwörungstheoretiker bin. Sogar im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die Leute, welche an die offizielle Version von 9/11 glauben, sind naiv. Wir müssen endlich erkennen, dass es so einfach nicht ist. Schwarz-Weiß, Mann-Frau, links-rechts. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich weiß, ich bin Teil der radikalen Mitte. Und lasse mich nicht gegeneinander ausspielen, denn ich erkenne ihre Massenvernichtungswaffe. Sie heißt Teile und Herrsche. Ich weiß, dass ich mich selbst aufgeschlossen, open
Entschuldigung. Ich weiß, dass mich selbst aufgeschlossene, open-minded People schief anschauen, wenn ich sage, dass ich überzeugt bin, dass über 3000 dokumentiert perfekt geometrische Kunstwerke im Kornfeld nicht von einem Künstlerkollektiv mit Multimillionen-Dollar-Budget, welche die Story über wie sie die Menschen seit Dekaden an der Nase herumführen, nicht an ein englisches Boulevardmagazin verkauft haben, stammt. Die meisten Menschen denken wirklich, dass die Kornkreise von Bauern mit einer Schnur und einem Brett gemacht werden und dass sie es einfach tausende Male geschafft haben, ohne auf Kamera aufgezeichnet zu werden, das Korn niederzudrücken, ohne es zu brechen bzw. zu knicken. Stellt euch vor, ihr habt einen neuen Nachbarn. Und um nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, würdet ihr einen Brief vor die Haustür legen. Ihr würdet euch vielleicht überlegen, in welcher Sprache ihr die Nachricht schreibt. Mathematik würde eine universelle Sprache darstellen. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Nachbar würde die Briefe einfach ignorieren. Würde sogar bestreiten, dass jene Nachrichten von einem intelligenten Lebewesen stammen. Würdet ihr diesem Nachbarn helfen, wenn er um Hilfe schreit? Und nun wird's noch verrückter. Paul Haler, der Ex-Verteidigungsminister von Kanada, welcher über 25 Jahre für Kanada diente, erhielt letztes Jahr, Anfang Mai, in Washington eine Pressekonferenz und sagte nicht nur, dass er selbst mit einer Flotte von UFOs zu tun hatte, sondern dass viele Regierungen von mindestens 4 verschiedenen Rassen von Außerirdischen wissen und 2 Lebende mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten. Und wenn ihr jetzt nicht in der ersten Sekunde denkt, dass er bzw. ich verrückt seid, dann seid ihr wirklich verrückt. Die Ignoranz der humanoiden Rasse und ihr falsches Selbstbewusstsein, an der Spitze der Evolution zu sein, stellen eine der größten Hindernisse und Limitationen in essentiellen Denkvorgängen dar. Und dennoch habe ich bedingungslose Empathie gegenüber jenen, welche Angst vor so einem gravierenden Paradigmenwechsel haben, da es die Grundfesten unseres Glaubens und Vorstellungen von Realität erschüttert. Ich weiß selber, dass es sich hierbei wohl um eines der schwierigsten Outings handelt, welches leider noch immer von der Gesellschaft stigmatisiert wird, wenn man öffentlich sagt, ja, ich glaube nicht nur an die Existenz von extraterrestrial und interdimensional Wesen, sondern weiß, dass sie uns beobachten und mit uns kommunizieren. Ja, neben der korrupten Politik, dem korrupten Bankensystem, korrupten Freihandelsabkommen, der Veruntreuung von Steuergeldern, der totalen Überwachung, des Dritten Weltkriegs, einer drohenden globalen Pandemie, dem täglich Verhungern und Verdursten von weit über 20.000 afrikanischen Kindern, während genug Leute mehr als 100.000 Euro am Tag verdienen und den im Endeffekt trivialen ersten Weltproblemen, die wir alle haben, sind das natürlich Themen, die aus allererstes nichtig erscheinen. Aber Vorsicht, der erste Eindruck ist leider oft falsch. Bildet euch eine eigene Meinung, recherchiert für euch selbst und lasst euch nicht von der Majorität der ignoranten Mutanten unterkriegen. Verzeiht ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich zumindest einige von euch inspiriert habe, sich selbst eine Meinung zu bilden und am allerwichtigsten zu dieser Meinung zu stehen und Leuten, die vielleicht aufs Erste völlig verrückt erscheinen, dennoch offen und mit Respekt gegenüberzustehen. Ich hoffe, dass ich heute zumindest optisch die Frauenquote erhöht habe und appelliere an meine intelligenten und emotionalen kompetenten Schwestern, ein bisschen mehr Eier zu beweisen und sich noch aktiver an dieser Friedensbewegung zu engagieren. Wir müssen mehr Leute werden, die sich hier jeden Montag treffen. Ich will, dass die Autoritäten Angst bekommen. Wir haben am Samstag bei der TTIP-Demo gesehen, wie stark wir sein können, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Ich wünsche meinen Brüdern und Schwestern und allen dazwischen aus tiefstem Herzen und mit konzentriertestem Ratio das Bestmögliche aller Realitäten. Mögen wir die Revolution sein, die wir uns ersehnen und für ewig im Frieden leben, glücklich und gesund sein. Danke. Und jetzt noch ganz kurz zu meiner Petition. Die Petition handelt sich, die fordert entweder totale Transparenz des Bilderberg-Treffens, welches ziemlich wahrscheinlich nächstes Jahr 2015 in Telfs in Tirol stattfindet,
Für alle, die nicht wissen, wer die Bilderberg sind, die wurden 1954 von Prinz Albert in den Niederlanden gegründet. Und laut Wikipedia ist das einfach ein Kaffeekränzchen von Wirtschaft, Politik und Medien. Warum müssen sich die verstecken und können sich nicht einfach anskypen? Also ich check's nicht. Und den Schutz dieser Gruppe, das heißt, wenn eine Demo passiert, denn die Polizisten, die werden bezahlt von unseren Steuergeldern. Nachdem die Pizzeria Anarcho 800.000 Euro von uns gefressen hat, werden noch immer Politiker, Lobbyisten und Medien in Telfs in Tirol nächstes Jahr bei der Bilderberg-Konferenz, und jetzt kommt die Verschwörung, gleichzeitig ist das G7 bzw. G8-Treffen. Wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, brauchen die nur kurz über die Berge zu fliegen, und es ist auch zum gleichen Zeitpunkt festgelegt. Also will mir jetzt wirklich wer erzählen, dass das G7-Treffen und die Bilderbergs nicht miteinander zu tun haben? Wollt ihr sagen, ich bin naiv oder ich bin paranoid? Also, ich finde, das ist eine Frechheit, ja? Und ich bin mir voll bewusst, mit wem ich mich anlege. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich mich mit Chefs vom CIA, dass ich mich mit internationalen Banken, dass die schon längst von meiner Petition wissen und vielleicht sogar eine andere Location für dieses Treffen finden oder suchen. Ich bin mir völlig bewusst, mit wem ich mich da anlege. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr gemeinsam, ohne jetzt nationalistisch zu wirken, als Österreicher ein Zeichen setzen, dass wir gegen geheime Treffen von Lobbyisten und Politikern sind, die unsere Steuergelder verschlingen. Danke. Für alle. Für alle, die den Link nicht zu dieser Petition wissen, ich habe auch noch Flyer da. Und die Petition ist www.change.org/p/Stopp Bilderberg. www.change.org/p/Stopp Bilderberg. Aber ich habe noch Flyer da für jeden, den es interessiert. Danke.